Bernd Siefert ist da vom Café Siefert in Michelstadt. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Mango Maracuja Cheesecake. Da geht die Reise hin. Ist das lecker. Sage mal, Bernd, wie hoch ist unser Kuchen eigentlich? 10 Zentimeter? Nicht ganz. Der aber hat, schon sehr hoch. 6 Zentimeter. Wir lieben das. Ja. Das ist super lecker. Wie beginnen wir? So, wir brauchen natürlich erstmal Mürbteig. Mhm. Zucker, Mehl, Butter, wenn man mag, noch ein Ei dazu, Salz, Vanille, Zitrone, was man auch immer mag. Kneten wir zu einem Teig und dann legen wir uns den Boden erstmal aus, backen den blind. Und dann brauchen wir nochmal ein bisschen Mürbteig für außenrum. Das heißt, ich habe mir hier so eine Rolle ausgerollt und lege den so hier in unsere Form rein. Also wir brauchen einen Rand für die Cheesecake-Füllung, genau. Ja? Gibt ja auch solche Käsekuchenformen, spezielle Käsekuchenformen, die dann ohne Rand auskommen sozusagen. Ja. Wir drücken das einfach leicht an und dann bleibt Mürbeteig-Banderole auch da, wo sie hingehört. So sieht's aus. Gerade immer das Thema halt, wie kriege ich den Mürbeteig halt so hoch in die Form rein? Und das ist der Trick, den wir Profis halt machen. Wir rollen uns so eine Rolle da und dann ist das alles kein Thema. So, wenn wir das haben, letztes Stück noch gleich. Muss ich auch nicht einfetten oder so. Kann man machen, muss man aber nicht. Mhm. Ja? So. Wie ich sehe, können wir auch einfach basteln und das so zurecht drücken. Das ist überhaupt kein Thema. Also das ist überhaupt kein. Wie breit sollte unsere Banderole sein? Ja, so wie hoch, dick so? So hoch wie der Rand in Anführungszeichen. Ja? Nee, und wie dick so? Ein Zentimeter oder was ist das? Nee, das ist jetzt so 3 Millimeter ungefähr. Ah, okay. Ja, also ich sag mal, da gibt's Leute, die mögen ganz viel Teig. Ich mag's nicht so viel Teig. Ich auch nicht. Ich mag's, wenn der Kuchen mehr aus Frucht besteht, so, ne? Das ist das Thema. Dann brauchen wir ein bisschen Aprikosenmarmelade. Das bestreichen wir dann hier den Boden gerade. Ja, das ist schön. Unseren Biskuitboden kleben lässt. Aus dem Biskuit nehmen wir hier Eigelb, Eiweiß, Zucker, Mehl, Butter, machen dann einen richtig schönen Biskuitboden, also ganz klassisch eigentlich, und legen den schon mal ein. Die Marmelade ist wichtig, ja, um den Boden da festzukleben. Und dann gibt es die erste Runde Maracuja. Oh, sind wir schon bei der Maracuja? Das ist Maracuja-Saft jetzt, oder? Ja, genau. Das habe ich ein bisschen verdünnt mit ein bisschen Zucker und Wasser, also so ein Läuterzucker gekocht vorher. Ja, und dann kommt das da nach und nach drauf. Ja. Damit der Teig dann ist, eben nach. Das natürlich auch so machen. Oh, sieht das gut aus. Ja. Schau dir das mal an. So. Schön dickflüssig, gell? Verläuft auch kaum. Der suppt so richtig schön durch. Wollen wir tränken, gell? Soll schmecken danach. Ja, genau. So, und je kräftiger der Saft ist, desto kräftiger schmeckt es nachher auch nach der Maracuja. Ja. So, jetzt ist eigentlich gar nicht mehr viel zu machen. Das heißt, wir haben hier eine Vanilleschote. Die brauche ich natürlich für den Geschmack. Schön der Länge nach. Wie sieht es eigentlich aus mit der Vanille, mit den Vanilleschoten? Ich kann mich erinnern, wir haben im Winter mal drüber gesprochen und war die noch so teuer. Wie sieht es jetzt preislich aus? Die ist bei ein Stück billiger geworden. Nein. Also nicht wegschmeißen, sondern in Zucker einlegen. Ach nee, das ist so gut. Das ist Bourbon-Vanille aus Madagaskar. Dann, was ich total gerne mag, muss man aber nicht unbedingt reinmachen, kandierten Ingwer. Der gibt so ein bisschen Pep, ein bisschen Schärfe. Ja, gibt aber Leute, die sagen, schmeckt so ein bisschen seifig, weiß ich nicht so. Kann man rauslassen. Kann man aber mal. Wenn, dann kandiert. Nicht roh, das ist dann zu heftig. Ja, das mögen wir nicht. Dann habe ich hier noch ein bisschen Eigelb. Ja. Also wir machen jetzt die Cheesecake-Masse. Die Cheesecake-Masse, genau. Ja. Und was ist das für Cheese, für Käse? Das ist Frischkäse. Das ist Frischkäse. Ja? Also das ist, man könnte natürlich auch Quark nehmen, ja? Aber der Quark hat mehr Wasser, ja? Und der Frischkäse hat natürlich mehr Fett. Warum musst du denn da jetzt noch Eigelb rein? Damit es nachher gebunden wird. Und für die Bindung brauchen wir auch noch ein bisschen Mehl. Schau an. Das komplette Rezept finden Sie selbstverständlich wie immer auf unserer Hallo Hessen-Seite. Mango Maracuja Cheesecake machen wir. Ein sommerlicher Kuchen, der auch super erfrischend schmeckt. Ein Traum von einem Kuchen. Jetzt hätte ich beinahe was vergessen. Was denn? Orangenschale. Orangenschale. So schön abgerieben hier.
Um Frische reinzubringen? Oder? Um Geschmack reinzubringen, Säure reinzubringen. Natürlich immer ganz wichtig, unbehandelt. Ja. Und Zitrone. Und Zitrone. Also wir geben heute richtig aromenmäßig den kompletten Sommer, was wir aus Italien und irgendwoher vielleicht aus Asien her kennen. Wir hätten auch natürlich Limetten nehmen können, oder? Mal auch. Ja, dann, die liebe ich auch so. Hm? Sind wir bei Limetten sind wir dann aber dann bei der Miami-Variante. Key Lime Pie. Key Lime Pie liebe ich auch. Wie kann man den Key Lime Pie auf Deutsch sagen? Was? Die Keys sind ja die Inseln bei Florida und die Lime ist die Limette. Ja. Und der Pie ist nichts anderes wie ein Kuchen. Ja, oh, liebe ich den Kuchen. So, jetzt wird's schwierig. Wir haben Eischnee, ja. Und der Eischnee ist immer wichtig, zuerst das Eiweiß schaumig schlagen und dann nach und nach den Zucker reinrieseln lassen. Nie Zucker gleich sofort reingeben, weil dann fällt das Eiweiß oder kommt gar nicht erst richtig hoch. Da passiert also was chemisch. Genau. Ja. Chemisch nicht, sondern physikalisch. Ja, und dann, zack. Und dann damit vermengen. Kommt das schön rein. Normalerweise immer ganz vorsichtig unterheben, aber bei Käsekuchen darf man es tatsächlich so ein bisschen zusammenrühren, weil... Und wir brauchen Eiweiß auf jeden Fall für unsere Käsemasse. Damit es schön fluffig wird. Okay, sonst wäre es ein bisschen fester, wenn man es weglässt. Ja? Also Leute, die sich gestresst fühlen von dieser Eiweißgeschichte, die können, weil man es schlagen muss und so weiter mit dem Zucker nach und nach, könnte man auch weglassen. Kann man auch theoretisch weglassen. Dann würde ich einfach ganze Eier einfach reintun, statt den Eigelb. Ja, aber dann ist es richtig kompakt, dann hat man dann schon so ein bisschen was Ordentliches. Warum, Bernd, durfte ich da jetzt, warum haben wir da jetzt heftiger geschlagen, obwohl Eiweiß mit dem Spiel ist, sonst muss man es unterheben. Was hast du gesagt, warum? Der Käsekuchen, wenn wir eine Käsetorte machen, dann soll die ja schön luftig werden, dass die hochgeht. Ja? Und wenn wir die zu luftig machen, dann hat sie genau diesen Moment, wo sie dann zusammenfällt. Und das wollen wir nicht haben. Also wenn wir es ganz, ganz perfekt haben wollen, dann müssen wir es tatsächlich so machen, dass wir... Darf ich das machen? Ach, jetzt sind wir schon fertig. Nee, schade. Ist noch genügend da. Ach, das ist Messer scharf. Ah ja. Ja. Er hat scharfe Messer, das ist unglaublich. Wer denn? Wir, der HR. Das ist unser Messer. Das ist euer Messer. Ja. So. Sieht immer so einfach aus. Und wenn man es dann selbst macht, merkt man erstmal, nichts ist einfach im Leben. Und dann kommt hier unsere Käsekuchenmasse einfach oben drauf. Es duftet so gut nach Maracuja und nach dieser frischen Orange. Boah, diese Aromen, das ist einfach toll, oder? Ich lieb's. Also Backen im Sommer macht doch Spaß. Und das Schöne ist, wenn man irgendwo draußen im Sommer ein Picknick macht, Käsekuchen ist ja nicht so ganz so schlimm. Den kann man ja auch draußen ohne Kühlung genießen. Bei einer Torte wird es dann schon wieder schwieriger. So, und dann ist eigentlich schon alles erledigt. Dann kommt das ganze gute Stück für erstmal 20 Minuten in den Ofen. Wenn man es perfekt haben will, nimmt man ein Messer, schneidet, wenn es angebacken ist, so in einem 45-Grad-Winkel hier rein. Und dann klappt der regelrecht hoch mit seinem Deckel. Und das macht man dann so alle 20 Minuten zwei, drei Mal. Und dann fällt er wieder zusammen, dann geht er wieder hoch, fällt er wieder zusammen. Und irgendwann merkt man, okay, der ist stabil genug und dann hat man perfekt gerade gebacken. Ah, dann kriege ich den so gut hin. Mhm. Oh mein Gott, das sind ja richtige Profi-Tricks. Ja. Und man merkt, also es ist betreutes Backen so ein bisschen, ne? Ein bisschen, ja. Aber wie gesagt, man kann auch einfach nur reinfüllen, backen. Ja. Das kann ja zu Hause auch ein bisschen nicht so ganz so profimäßig aussehen. Super lecker auf jeden Fall. Mhm. Wir freuen uns auf diesen hochsommerlichen Kuchen Mango Maracuja Cheesecake. Ja. Und obendrauf kommen natürlich noch Mangos. Die schneiden wir ganz klein. Das finde ich total toll. Die Requisite. Das könntest du uns noch mal zeigen, wie du die Mangostücke so klein hinbekommen hast, bitte. Dann machen wir das doch. So, jetzt haben wir ein Messer. So. Also man schneidet sozusagen. Ich mache es mal ganz klein. So, dann nehme ich mir ein Messer. Ganz wichtig, wenn das Messer vorne ganz scharf ist, hat man nachher das Karomuster auf den Fingern drauf. Bitte nicht. Nee, müssen wir ganz vorsichtig so reinschneiden. Dann quer nehmen. Kann man auch ein Schachbrettmuster machen, ne?
Ist ja wieder in, auch in der Mode, ne? So, zack, und dann dreht man das nach außen und schon hat man die Mangowürfel. Und dann braucht man nur noch mit einem Löffel durchgehen oder man kann sie auch rein theoretisch an so einem Glas, dann muss man natürlich so ein abziehen, ganz scharfes Glas sozusagen so abziehen und dann hat man seine Mangowürfel und so isst man die Mangos auch in Asien. Also kriegt man auf jedem Markt in Thailand oder Afrika, kriegt man die Mangos dann so. Und dann kann man einfach abknabbern. Kann man dann abknabbern, ja. Das finde ich total lecker. Und wir haben ein bisschen Maracuja noch drauf gemacht. Ich wollte gerade fragen, also einfach nur Maracuja, genau, aber auch noch irgendwie einen Guss, einen Saft, irgendwas? Ja, das ist ein Tortenguss. Mhm. Ja. Also wir Profis haben natürlich einen sehr klaren Tortenguss, den einfach normal nach Gebrauchsanweisung aufkochen. Drüber, wenn man mag, natürlich einen Maracuja-Saft verwenden statt Wasser und dann hat man dann sozusagen die eierlegende Wollmilchsau in Perfektion. Mango-Maracuja-Cheesecake, der perfekte Sommerkuchen. Dankeschön, lieber Bernd. Ja.